bin Aische, 40 Jahre alt und komme aus Köln. Koche anders. Also, wie sagt man das? Straße? Ich koche heute an vegetarischen Dürren. Und zwar ist da der Schwerpunkt, so wie ich das vegane Fleisch zubereite, man das nicht gleich rausschmeckt, dass es vegan schmeckt. Dazu hausgemachten Dschadji, das ist eine Art Tzatziki, geröstete Erdnüsse und Rotkohlsalat. So, ich habe noch 50 Minuten. Komm dann gleich wieder. Erstmal einen Kaffee. Nein. Wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, da wäre ich ein bisschen läppsch. Ey, einfach diese riesen Kameras, die auf dich gerichtet sind und ständig redet jemand mit dir. Hat man denn hier nirgendwo seine Privatsphäre? Ja, aber am Ende bin ich das gewöhnt, mit Leuten zu kochen und zu quatschen. Ich habe mich letztes Jahr mit Halal mit Krawall selbstständig gemacht. Ich bin praktizierende Muslimin und versuche, Halal zu leben. Und ja, Krawall, ja, ich bin sehr direkt. Du kannst mich buchen, ich komme zu dir nach Hause am Wochenende und mach das wie im Restaurant. Es ist halt einfache Küche, ne? Aber halt vegetarisch, manchmal koche ich auch ganz vegan, da habe ich auch Bock drauf. Oh, das ist aber schön geschnitten. Ich bin selber seit 4,5 Jahren vegetarisch unterwegs. Ich esse kein Fleisch mehr, nicht weil es mir nicht schmeckt, sondern weil ich einfach kein Leid verursachen möchte. Habe aber wirklich noch zwischendurch richtig Bock auf Fleisch und bereite das Vegetarische auch so vor, als wenn du ja, ein Stück Fleisch vor dir hast. Ich habe einfach meine Chili verloren, Leute. Abbruch, Abbruch! Hier, Messerblock? Nein. Irgendwo hier fallen lassen? Oh! Hallo, Baby. Können wir das rausschneiden? Ja. Das ist eine Oklova. Damit kannst du Teig ganz dünn ausrollen, dass man da fast durchgucken kann. Oh, den mache ich fertig, nein. Ja, der macht mich gerade fertig. Was ist hier passiert? Ey, ich bin mit Teig auf die Welt gekommen. Klar, dass das jetzt passiert, vor laufenden Kameras, ne? So sieht ein Teig aus, wenn er nicht durchgelöchert ist. Teig, mein bester Freund. Das Gerüst kommt hier auch noch drauf. Ich würde mir wünschen, in ein Team zu kommen, aber wenn nicht, dann ja, hat sich das trotzdem gelohnt, hier in der Show zu sein. Das ist gar nicht so einfach, sage ich euch so, wie es ist. Ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Löffel. Ist es ein Wrap? Ja, bitte sag es! Das ist ein Wrap! Das ist ein Wrap! Pass auf! Also hau raus! Das ist ein Wrap! Das ist ein gerollter, herzhafter Pfannkuchen. Nee, ich sag, das ist mein, nein. Das ist meine kulinarische Heimat. Lach mal schon. Lach mal schon. Dürüm? Dürüm oder Lach? Nee. Boah. Also egal, wie das gekocht hat, ich möchte jetzt sofort noch 3, 4 Löffel haben. Geschmacklich finde ich den Löffel wirklich toll. Ja. Und ich habe mir überlegt, hätte ich ihn vielleicht von der Präsentation her ein bisschen anders geschnitten, ein bisschen anders hingemacht? Definitiv. Es ist definitiv ein Imbissgericht mit unglaublicher Würzintensität. Oh. Mega lecker. Mega lecker. Boah, mega. Ich habe mich richtig, richtig gefreut, dass mein Essen geil ist. Kann ich mir nur anschließen. Geschmacklich ist das ein absolutes Brett. Jetzt ist aber die Frage, die ich mir stelle. Wo geht die Reise bei The Taste hin, wenn man sieht, dass es handwerklich etwas grober ist? Lasst uns auflösen, wer dieses Leckerchen für uns zubereitet hat. Hey! Hi, ich bin Aische und bin in meiner Nebentätigkeit bei Halal mit Krawall tätig. Da bin ich Privatköchin. Halal mit Krawall? Ja. Wer Stress will, nein. Was hast du da gekocht? Vegetarisches Dürüm, wie meine Mutter das früher gemacht hat, aber halt ohne Fleisch. Großes Kompliment, weil ich habe mir gedacht, mit was für einem Fleisch hast du das denn gemacht? Also absolutes Kompliment. Danke sehr. Das größte Kompliment ist natürlich, dass hier was sehr Authentisches auf den Löffel da drauf ist. Aber als das Aber kam, habe ich mir gedacht, nee, das wird nichts mit dir, Junge. Kann ich mit dieser Person zusammen eine Reise starten? Und haben mir gedacht, ich glaube, ich traue mir das nicht zu. Konnte dir keinen Platz verbieten. Kein Problem.
Ja. Alexander Herrmann eben, ne? Ist so. Also ich habe mich direkt wieder nach Kreuzberg zurückgebeamt gefühlt. Das sah halt so aus wie von der Straße auf den Tisch, volle Lotte in die Fresse. Und es war super lecker. Aber mit mir hier bei The Taste, nein, okay, leider nicht. Ich glaube, dass du an deiner Feinmotorik ein bisschen arbeiten müsstest. Und das hat mich im ersten Eindruck ein bisschen abgeschreckt. Genauso wie du reingekommen bist, hat mich das total abgeholt, der erste Eindruck. Beim Löffel hat es mich ein bisschen abgeschreckt, deswegen habe ich mich leider nicht getraut. Okay. Liebe Alte, für mich war es auch absolute Herzensküche, die ich dir auch 100% glaube. Aber in dem Moment habe ich nicht geglaubt, dass es für The Taste reicht. Okay, alles klar. Dankeschön. Wir danken dir. Vielen Dank, alles Liebe für dich. Es war ein großes Erlebnis. Dankeschön. Ciao. Am Ende habe ich das Lob richtig, richtig gefeiert und dass es hier auch Anklang gefunden hat, aber dass es halt ja zu sehr Straße ist. Meine Oma hat früher bei der Fischer-Froni gearbeitet. Das ist auf der Wiesen. Fischer-Froni ist im Oktoberfest, der Festzelt. Genau, und meine Oma hat halt da eben als Buchhalterin damals gearbeitet. Meine Oma ist halt dabei. Und dementsprechend hat es bei uns immer sehr viel Fisch gegeben. Mein Name ist Kia. Ich bin 20 Jahre alt und ich bin Profiköchin. Bei mir gibt es heute Forelle mit Beurre Blanc, einen Apfel-Dill-Kaviar. Da mache ich gerade schon das Öl. Gleich zuallererstes stelle ich kalt in Froster. Dann gibt es Speckmarmelade und Sellerie. Also der ausschlaggebende Punkt, warum ich angefangen habe zum Kochen, war eigentlich schon immer meine Familie. Wir haben alle im Prinzip schon immer gerne gekocht. Außer der Opa, der lässt sich gerne bekochen. Aber ich habe mich richtig gefreut und ich war voll on fire, Gas zu geben. Dann schauen wir. Ja, es hier riecht hier, riecht ihr das? Angstschweiß? Nee. Angebrannt. Feuer und Flamme, da die Song. Für mich war es Kochen, ich war am Anfang meiner Meinung nach sehr strukturiert. Ich tue jetzt gerade die Speckmarmelade da rein. Und dann tue ich das mixen und hoffe, dass es geil schmeckt. Ich habe noch meinen Plan gearbeitet, den wo ich mir zurechtgelegt habe. Aber ich glaube, dass die Beurre Blanc nichts wert. Bei mir ist passiert, dass ich die Zeit nicht gehabt habe, beziehungsweise zu spät erst als Reduzieren angefangen habe. Deswegen war das zu viel Flüssigkeit für zu wenig Butter. Hilft nichts, muss man damit leben. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, das funktioniert von der Zeit her gar nicht. Lieber mache ich die Sachen, die ich habe, gescheit, bevor diese dann doch noch irgendwie hin und her. Also Zeit rennt, auf jeden Fall. Das ist brutal. Die letzten Sekunden, wo du halt deinen Löffel anrichst, denkst du, ja locker, 4 Löffel, was ist das? Leck mich doch am Abend, ey. Ja, genau. Und dann stehst du da. Wahnsinn. Hey, hilft nix. Ich hab gehofft, dass die Coaches nicht merken, dass meiner Meinung nach die Hälfte fehlt, so gefühlt. Hey. Kaviar ist schon hoch im Kurs. Aber das gefällt mir. Das schaut sehr schön aus. Riecht so. Aber oh, zweimal? Sehr bodenständige, sehr ehrliche Küche riecht. Ich rieche Dill. Ja. Mhm. Ach, schön. Was ist das da? Aber sehr verliebt. Oder ist das die Säure? Ich kann das gar nicht zuordnen. Was ist das Braune auf dem Boden des Löffels? Ja. Also ich habe ganz kurz gedacht, als wäre es so Speck, aber das ist nicht. Irgendwas mit Zwiebel? Ja. Wenn ich den aber verkaue und esse, wäre das in einem Restaurant jetzt der klassische Moment, wo ich sage, der Fisch findet gar nicht statt. Weil das so eine... Findest du? Ja, das ist
Es zieht mal alles so zusammen, weil irgendwo eine, ich weiß gar nicht, ob es da Salzigkeit oder Säure ist, ich kann es nicht zuordnen. Also ich finde, dass der eine unfassbare breite Umami-Situation sofort produziert. Das war ein sehr frecher Löffel, der war auf die Fresse gewürzt, das haben wir alle gemerkt. Aber er hatte so ein Komponentenspiel, wo man sagt, wow, frech, gut gemacht. Ich fand den Löffel aromatisch sehr herausfordernd. Also mich würde sehr interessieren, wer ihn gekocht hat und deswegen würde ich sagen, ja. Wir locken mal ein und dann, liebe Kandidatin, lieber Kandidat, klär uns auf. Servus, grüß euch. Hallo, servus. Hallo. Wer bist du denn? Also ich bin Kia, bin 20 Jahre alt, ja. Und bin gelernte Köchin, also Profiköchin. Ja, genau. Das merkt man auch im Handwerk, ja. Es geht mir falsch und gescheit pumpen, ich sag's euch. Also bei Kea habe ich nicht viel verstanden. Was war denn alles drauf auf den Löffel? Ich habe Forelle gemacht. Ja. Dann hätte ich noch eine Speckmarmelade gemacht. Also es war Speck. Ja. Da schau her. Da habe ich ordentlich Weißwein eingekaut und eine Zwiebel und einen Knoblauch. Ja. Und dann habe ich noch einen Apfel-Dill-Kaviar gemacht. Jawohl. Genau. Und einen Sellerie. Und eigentlich da mein Beurre Blanc noch. Die Beurre Blanc wäre nicht schlecht gewesen. Die war noch unten halb fertig, aber hat es leider nicht mehr geschafft. Hast du den Löffel mit den Komponenten auch mal probiert? Ja. War er dir zu intensiv? Ich habe da so die Einstellung vom Tim Raue eher so auf die Fresse, da die behaupten. Das finden wir alle, glaube ich, ganz gut, oder? Absolut. Nee. Also, glaube ich nicht. Ich. Nein? Finden wir sehr gut. Gut. Hast du toll gekocht? Dankeschön. Was machen wir denn jetzt? Kriegt einen Herzinfarkt da vorne. Ja? Ja. Mir war das einfach ein bisschen zu viel. Von der Technik und so, du machst einen super Job und für dich geht die Reise hier definitiv weiter. Ja. Wir zwei werden sie nicht zusammengehen. Alles klar, danke trotzdem. Schön, dass du dabei bist. Trotzdem. Dankeschön. Ich fand, dass der Fisch zusammen auch mit Apfel, Dill und so weiter auch zum Tragen kam und dadurch hat das Ganze eine sensationelle Intensität bekommen. Für mich war das ganz klar, dass ich hier einlocke. Dankeschön. Wir beide haben nur eine Herausforderung. Ich habe nicht alles verstanden, was du gesagt hast. Der Dialekt. Aber da geht es um das Sprachliche. Voll auf die Fresse. Ist aromatisch das, was ich kann? Ja. Ob du das mit mir machen möchtest, entscheidest du. Mein kleines Trüffelschwein-Näschen hat mir gesagt, Potenzial, 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 Tim. Entscheide dich dafür. Es ist auch irrsinnig interessant für mich zu hören, warum du dich jetzt wie entscheidest. Also leg los. Ja, ich habe damals schon immer gesagt, wenn ich da bin, dann auf jeden Fall zum Alexander. Aber dann ist da jemand gekommen, der gesagt hat, hey, auf die Fresse, ist geil. Und kulinarisch bringe ich viel mit. Und gekleidet ist er auch wunderschön. Ja. Frank? Ja! Warte, stopp! Ich hab noch gar nichts gesagt. Ach so. Boah, du machst es aber spannend. Du sagst gerade, sie hat Herzkasper. Jetzt kriegen wir Herzkasper. Ich glaube, ich möchte auf die Fresse. Das freut mich sehr. Das wird sehr, sehr intensiv werden. Ja, das glaube ich auch. Schöne Umwelt. Schön, dass du da bist. Gell? Schön, dass du da bist. Dankeschön, ja. Gell? Ciao. Servus. Ja, alle sind so stolz in mir. Ich freue mich richtig. Wie kann man mich so ärgern, ey? Ich habe auch gedacht, sie sagt, er schaut noch gut aus, angezogen, Frank und wir alle. Ja, das Geilste war, wie Tim die Schürze schon rausholt. Und sie, Frank. Ready for take-off. Ja, Mann. Hi, ich bin Michi, bin 26, komme aus dem schönen schwäbischen Metzingen
und bin Profikoch. Ich bin super heiß. Die Flamme, die kann man gar nicht anwerfen. Ich war heißer als heiß. 4, 3, 2 und ab geht die Luzi. Yes! Guten Abend, so meine lieben Freunde der Nacht. Bei mir gibt es einen Lachs, gebeizt und geflammt. Und dann noch Wasabi-Sesam, Salikorn, Kresse, Radieschen und dann noch den Rettichsud mit Schnittlauchöl. Bei meiner Oma gab es immer Rettich und Meerrettich. Und das will ich einfach meiner Oma so ein bisschen, die Schlade letztes Jahr verstorben. Und will der das praktisch als Hommage gut tun. Meine Großeltern haben eine sehr große Rolle für mich gespielt, weil sie einfach immer für mich da waren und ich auch immer wusste, dass ich einfach immer anklopfen kann und bei denen zu Hause immer willkommen bin. Dadurch bin ich eigentlich an das Kochen gekommen. Also meine Oma war immer das, warum ich eigentlich zum Kochen gekommen bin, gell? Und deswegen habe ich eigentlich Koch gelernt. Jetzt stelle ich gerade die Beize her für den Lachs, also Salz, Zucker. Ein bisschen Dill habe ich mit rein und ein bisschen Limette zerschnitten. Und dann wird er eingebeizt, den vakuumiere ich. Kochen ist alles für mich. Das ist irgendwie mittlerweile mein Leben. Ich finde Kochen geil, weil es bringt immer Menschen zusammen. Und dann ist toll, wenn man einfach das Hobby zum Beruf praktisch machen kann. Und das bin ich ganz dankbar dafür, dass ich das jetzt diesen Schritt gemacht habe. Also der Rettich wird jetzt gleich gepickelt. Ich will da so ein Röllchen machen, dass ich das nachher aufdrehen kann. Oh. Oh, oh, oh. Flasch da ganz kurz. Mein erster Gedanke nach dem Schneiden war so, scheiße, jetzt ist vorbei, also jetzt krieg ich's nicht mehr hin. So. Wir müssen bloß das Körperl hinmachen. Ja, habt ihr den Handschuh da? Ja, ich hab was da. Okay. Der Blutfluss war ja schon geschwind, halt, wenn man sich da ordentlich schneidet, kommt schon was geschwind ordentlich raus. Boah, schaffe ich das jetzt noch, das wird echt eng. Die Zeit geht nur flöten, das ist das. Ich habe mir so die ganze Zeit auch gedacht, jetzt gibst du halt einfach nochmal eine Stufe höher und das schaffst du schon irgendwie. So, jetzt schauen wir das geschwind hier an. Gut, da ist nichts dran. So, I am back. Dann habe ich mich an dieser Rettich-Pickelfond, sag ich mal, habe ich dann mit Kaffee-Limonenblätter, Zitronengras, ein bisschen Ingwer, noch ein bisschen abgewürzt Mirin habe ich noch ein bisschen reingemacht, dass noch die Süße ein bisschen mehr rauskommt. Habe ich das dann noch ein bisschen ziehen lassen wie ein Tee, habe es dann auch abkühlen lassen, dass ich es nachher als Vinaigrette verwenden kann. Also, jetzt mache ich meine Meerrettich-Creme. Habe ich hier Creme Fraiche. Meerrettich, frischer Meerrettich, normaler Meerrettich, ein bisschen Limette, Salz, Pfeffer. Dann lasse ich das ein bisschen liegen, wird nachher durchpassiert. Und dann gibt es so eine kleine, die fettige Komponente praktisch ein bisschen. So, das ist Oma. Okay. Zeitweise habe ich gedacht, wirklich, ich schaff's nicht. Ich krieg die Krise heute. Ich habe alles mit Gedanken gemacht. Do it, do it, do it, do it. Und deswegen hat das alles schon Sinn. Und wenn man dann die Hälfte nicht drauf macht, macht der Löffel auch keinen Sinn, so finde ich. Jetzt verbrennt der Fisch. Nee, das ist bewusst so. Es gibt noch mal so ein bisschen dieses Grill-Aroma und so. Das ist eigentlich ziemlich geil. Wir machen mich fertig hier. Okay, Fokus. Come on. Okay, Schuri, come on. 4,55. Jetzt versuche ich hier geil einen Blumenstrauß hinzukriegen, so in der Art. Das ist mir sehr wichtig, die Optik. Einfach drauf, geil aussehen, fertig. Leck mich am Arsch. Oh. Man macht sich natürlich seinen Plan und hat seine Vorstellung von dem Löffel. Und wenn es dann nur so halbledig herkommt, dann ist für mich so eigentlich das auch nicht mehr so komplett nachvollziehbar. Oh. Ja, lass mal, lass mal. Jesus Christ, ey. Bei mir gibt's nichts Normales im Leben. Da muss es immer eskalieren. Ja, aber es geht. Passiert und ich bin froh, dass ich es jetzt hingekriegt habe. Hätte ich jetzt auch, ich habe vorhin gedacht, jetzt ist vorbei, weil es hat schon ordentlich schön gesaftet, aber eine schöne Erinnerung, wahrscheinlich Narbe an der Paste. Ja, ich war mit meinem Löffel so, sagen wir mal, zu 80% zufrieden. So ein paar Sachen, zum Beispiel der Lachs habe ich ein bisschen zu groß geschnitten. Oh. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, der Geschmack wird gut ankommen. Was haben wir Fisch? Also ich möchte sofort sagen, ich schaue auf den Löffel und fühle mich sofort bei The Taste. Das ist für mich so ein Löffel, wo ich sage, da wird alles gezeigt, alles gemacht. Das ist erstmal
vielleicht von den Proportionen noch nicht ganz perfekt, aber das ist für mich so ein richtiger Tastelöffel. Der inspiriert mich. Da knallt's schon. Ist da muss das klar? Eins mit Sternchen. Süße, Säure. Ja, der Lachs ist ein bisschen zu groß, aber es muss ja für den Coach auch was zu tun geben. Ah, das ist so am Limit genagelt. Oh, so gut. Bam! Ganz großes Kompliment. Also wirklich, ich finde auch nicht, dass der Lachs zu groß ist. Da wurde jede Geschmacksknospe auf dem Gaumen bis zum Äußersten gereizt. Junge, was geht hier ab? Geil, niemals glaubte. Der Löffel ist wie so ein Drehzahlmesser. Immer knapp vom roten Bereich, leicht reingeht und dadurch so dermaßen anregend ist. Der hat Ecken, der hat Kanten und trotzdem ist er rund. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist einer der drei besten Castinglöffel, seit ich bei der Taste dabei bin. Mehr geht nicht. Das ist zu Ende, Punkt, aus. Das ist sensationell. Man hat hier auch das Gefühl, das war alles kein Zufall. Nein. Da hat jemand auch die Sendungen gesehen, da hat jemand ein Verständnis für diesen Löffel. Und jetzt müssen wir nur noch einlocken. Ich könnte mir vorstellen, dass ich schon so ein Bauchgefühl habe, wie es ausgeht. Deswegen herzlich willkommen. Wer bist du? Boah. Alter Verwalter. Ja, hi. Scheiße, der war geil. Ja. Krass. Also, das hast du dir wirklich verdient. Hast du dich verletzt, oder? Ja, ja. Großes Kompliment. Genau. Danke, ganz, die ganz verletzte groß. Hand noch mal drücken, das ist super. Ja. Weißt du, der wollte sich nur einschleimen und dann hat er dir auch noch die Hand zerquetscht. Also, das ist nicht gut. Den würde ich nicht als Coach haben wollen. Wertschätzung. Da merkst du schon, wie es hier abgeht. Wie heißt du denn? Ich bin der Michi, bin 26, komme aus dem schönen schwäbischen Metzing und bin Koch. Und jetzt habe ich aber eigentlich gesagt, ich möchte mal ein bisschen reisen gehen, weil das habe ich noch gar nicht gemacht. Michi, ich habe einen tollen Vorschlag für dich. Lass uns das Geld dafür verdienen. Ja. Was war denn die Intention, hier, dich hier zu bewerben? Meine Oma ist eine super Köchin, deswegen liebe ich so diese Show. Die Profiköche sind nicht immer die Besten. Meine Oma ist für mich die beste Köchin gewesen. So. Also, ja, und muss ich auch ganz frech sagen, das war jetzt heute eine Hommage an meine Oma und Opa, weil die sind leider nicht mehr unter uns. Das hat Emotionen geweckt und die Emotionen habe ich heute ein bisschen halt versucht. Gelungen. Schau mal her, ich habe Gänsehaut, ohne Scheiß. Ich habe Gänsehaut. Das, was du uns jetzt erzählt hast, hast du perfekt auf den Löffel gebracht. Danke, das schätze ich wirklich sehr. Lieber Michi, heutzutage in der heranwachsenden Generation bewundert man Menschen nicht mehr für Leistung, sondern nur noch für Erfolg. Aber dich bewundere ich für deine Leistung. Danke, wirklich. Danke. Oh. Boah, ja. Schön. Nie erwartet, ja. Wirklich. Ja. Danke. Krass, du bist weiter. Also die Reise geht weiter, die ist hier nicht beendet. Und dann muss ich mir eigentlich raffen, dass ich jetzt hier ein kleiner Milchbubi und den Tränen ausdrehe. Also wirklich. Ich mach's kurz und knapp. Ich habe die ganze Welt gefressen und erreist. Du kannst mit mir das Geld dafür verdienen. Danke. Krasse. Junge, was geht hier ab? Der Löffel war einfach ein Brett. Aber was mich bei dir viel mehr fasziniert, das ist diese Erdigkeit. Und ich würde das gerne mit dir auf dieser Reise zusammen auf den Löffel bringen. Ganz klares Ja von mir. Danke. Wirklich danke. Und noch was, deine Großeltern, ganz, ganz stolz werden die. Danke. Wirklich. Natürlich ist man direkt im Gedanken wieder bei den Großeltern und so. Und die ganze Zeit hat mich natürlich sehr berührt. Etwas neu zu kochen, neu zu kreieren, gibt es keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber Erinnerungen zu wecken, das ist die Champions League. Mit einem großen Applaus kann ich bei diesem Löffel nur sagen, es geht nicht besser, man kann nur noch ein bisschen dran schleifen. Und natürlich würde ich dir einen Platz in meinem Team anbieten. Krasse. Dieses Gefühl, wenn sich alle vier umdrehen, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist unbeschreiblich, wie in einer Luftblase von einem Traum. Und jetzt liegt es auch an dir, natürlich die Entscheidung zu finden. Dann habe ich einfach auf mein Herz gehört. Ich war jetzt in Deutschland lange, jetzt war ich lange in der Schweiz und ich will mal einen guten Kaiserschmarrn probieren. Oh, yes! Ja, ich habe auch fränkische Rezepte. Wir machen das alle. Danke. Ja. Schau, dass dein Finger gut geht, wir geben. Das kriegt man hin, alles. Scheiße. Hey, danke euch. Vielen Dank für alles, wirklich. Herzlich willkommen, Michi. Danke. Schön, dass du da bist. Danke. Ich buzzer dich dann schon raus, keine Sorge. Krass, vielen herzlichen Dank. Bravo. Danke.
Ich freue mich. Krass, Mann. Ja. Scheiße, der war richtig gut. Der kann ganz viel, aber das ist halt auch für Alex gut, ne? Der will ja auch dazu lernen und in seinem Alter hat er ja noch ein bisschen Zeit. Der richtige Kandidat für mich ist es immer dann, wenn meine Kollegen ihn mir nicht vergönnen. Und ich habe das so gespürt, diesen kalten Wind da links und rechts. Also ich möchte jetzt nur ganz kurz Folgendes festhalten. Du bist da draußen und du hältst jetzt einmal die Fresse. Frank und ich sollen jetzt mal die Guten abstauben auch. Ja, wie jetzt? Ja, was denn? Willst du watschen? Ja, wo willst du hin haben, ja? Auch kleine Fische können stinken. Du bist heiß wie Frittenfett dieses Jahr. Das merkt man schon.